In der Brillengalerie de Jory in Westerland sind neben ausgefallenen Brillen in den kommenden 6 Wochen auch diese stimmungsvollen Bilder zu sehen. Sylter Augenblicke, festgehalten von der Fotografin Uli Gritzahn. Ich mache hier heute eine Vernissage mit einigen Aufnahmen von mir, die ich jetzt über eine Sammlung aus 2 Jahren, die ich hier heute in der Brillengalerie die Jury zeigen möchte. Mithilfe vieler Freunde und der Familie wurde der Traum einer eigenen Ausstellung für Uli Gritzahn wahr. Zur Vernissage kamen alle noch einmal zusammen, um zu feiern. Uli Gritzahn hat das Talent, besondere Augenblicke einzufangen und festzuhalten. Seit ihrem 31. Lebensjahr ist die Kamera Uli Gritzahns ständige Begleiterin. Also es hat ganz klein angefangen, mit so einer ganz kleinen Canon Powershot, und so, meine Ma hatte immer eine bessere, und so bin ich dann irgendwann zu der Kamera gekommen, das war eine Olympus, und jetzt liebe ich meine Panasonic Lumix und gehe damit auch viel raus, habe sie fast immer mit, fahre zu den Sonnenaufgängen und habe da jede Menge Spaß dran. Für eine ganz besondere Freundin und Arbeitskollegin gab es dann noch ein besonderes Geschenk. Erst auf deren Drängen hin wurde die Idee für die Ausstellung in die Tat umgesetzt. Noch bis zum 19.07. können die Bilder bei de Jory angeschaut und natürlich auch gekauft werden. Für Uli Gritzahn weht im Moment und hoffentlich noch lange ein kräftiger Rückenwind von Syltpix. Wird man sicher noch viel sehen.